Ja, legen wir einfach los. Also schön, dass ihr heute Morgen hierher gefunden habt. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Ich bin hauptberuflich Managing Director der Agentur Publicis hier in Berlin. Und als Hobby bin ich in einer OHU des Google Collaboratories unterwegs und beschäftige mich mit der Frage, wie wird denn die Welt der Arbeit in Zukunft aussehen? Und das ist natürlich nicht nur ein Hobby, weil es einfach interessant ist und Spaß macht, sondern das hat natürlich auch berufliche Facetten. Zum einen ist es natürlich die Frage, wie können wir als Werbeagentur heutzutage noch junge Menschen ansprechen? Was wollen die eigentlich? Was ist für junge Menschen attraktiv am Arbeitsplatz? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Frage der Kommunikation, die wir für unsere Kunden herstellen. Man kann das private Leben und das Arbeitsleben heutzutage nicht mehr voneinander abgrenzen. Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, wie ticken denn die jungen Menschen, wie läuft Arbeit und Leben heutzutage ab. Und wir haben das Projekt hier in unserer OHU, in unserer Arbeitsgruppe, The Long Tail of Work genannt. Das hat auch einen klaren Hintergrund. Und zwar orientieren wir uns an dem Long Tail-Konzept von Chris Anderson, weil wir einfach mal die These aufgestellt haben, dass sich die Arbeitswelt ähnlich fragmentiert, wie sich auch die kommerzielle Welt fragmentiert hat. Und man mit einer Hyperspezialisierung, mit Fähigkeiten, die so klein wie sie sein mögen, heutzutage eben Arbeitgeber, Abnehmer dieser Fähigkeiten findet. Und der zweite Punkt ist, man wird sein Leben lang nicht mehr 80% seiner Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber verbringen, sondern man wird ganz bestimmt viele verschiedene Arbeitsverhältnisse haben und diese Arbeitsverhältnisse vielleicht auch gleichzeitig. Also wir sehen eben auch hier durch die Digitalisierung der Welt eine Fragmentierung des Marktes. Hier haben wir mal ein paar Impressionen mitgebracht von dem letzten Workshop unserer OHU. Wir sind dieses Thema zum einen in einer Trendrecherche angegangen, zum anderen aber auch in einem Design Thinking Modus. Das hier haben wir in den Launch Labs durchgeführt. Vielleicht kennt die eine der andere den Simon Blake und sein Startup hier in Berlin. Simon stellt Arbeitsinfrastruktur zur Verfügung, sehr gerne für große Unternehmen, die eben genau in diesen innovativen Aufbruchmodus kommen möchten, den sie vielleicht hinter den Türen der Telekom oder der Deutschen Post nicht selber erzeugen können. Und hier haben wir seine Location genutzt, um uns, das werde ich nachher vorstellen, in die Köpfe von zwei Protagonisten hineinzubegeben, die im Jahre 2020 mal angenommen in der Arbeitswelt unterwegs sind. Und wir wollten mal fühlen und mal gucken, wie sind denn die drauf, was tun die, wie fühlen die sich. Als ich in dieses Projekt eingestiegen bin, habe ich auch so überlegt, was kann es denn eigentlich Neues geben zu diesem Thema Arbeitswelt, Zukunft der Arbeit. Ich meine, da sind Bücher geschrieben, das füllt Regale. Und ständig finden Konferenzen dazu statt und ständig liest man was in der Zeitung darüber. Aber was uns bewegt hat, war eben dieser eine Punkt. Wir wollen mal keine akademische Abhandlung dieses Themas haben, sondern wir wollen uns wirklich mal empathisch in die Köpfe der Menschen hineinbegeben, die es betrifft, und aus dieser Perspektive, aus dieser Warte heraus einmal Fragen formulieren, Thesen formulieren und schauen, wie fühlen die Menschen sich denn eigentlich in dieser digitalen Welt, die ganz viele Vorteile hat, aber wie wir auch sehen werden, die Menschen doch durchaus belastet und durchaus auch ein paar Schwierigkeiten und Probleme mit sich bringt. Und wir sind immer noch so noch Work in Progress, was wir heute vorstellen. Ziel ist es, eben Thesen zu formulieren, Fragen zu formulieren, die man nachher in die Diskussion des Themas, wie entwickelt sich die Welt der Arbeit in Wirtschaft, in Politik, einbringen kann. Und das Ganze eben auch in einer Form, die eher eben dem Storytelling entspricht, als einer, ich sag mal, weiß nicht, Excel-Tabelle mit Marktforschungsergebnissen. Ich freue mich, dass der Elias da ist, denn der ist der Chef der Arbeitsgruppe. Und wenn ich irgendwas vergesse oder was falsch sage, Elias, dann hilf mir. Alles klar. Gut, als erstes möchte ich euch so ein bisschen in Trends mitnehmen, die wir recherchiert haben, die wir zusammengefasst haben. Das ist eine klassische Desktop-Analyse gewesen. Die Tina Egolf, der Paul Stabe haben sehr gut recherchiert, alles zusammengedampft. Und hier möchte ich einen Auszug davon zeigen. Die Präsentation, die Trendpräsentation würde alleine 1,5 Stunden dauern, deswegen machen wir das hier nur in Auszügen.
Welche Felder haben wir uns angeguckt? Wir haben uns natürlich das Feld Demografie angeschaut. Braucht man auch nicht viele Worte drüber verlieren. Die Themen kennen wir. Die Alterspyramide der Gesellschaft verändert sich. Die Frage ist, wie geht man mit jungen Talenten um? Die Frage ist, was macht man mit älteren Arbeitnehmern? Und das zweite Thema in der Demografie-Diskussion ist natürlich das Thema Frauen. Wie kann man Frauen in der Arbeitswelt besser einbinden, als es bisher geschieht? Zweites Thema, was wir uns angeguckt haben, ist das Thema Globalisierung. Hier haben wir einmal die Richtung angeschaut, globale Apartheid. Also es gibt ja tatsächlich Landstriche, sogar in Deutschland, ja, die eben einfach ausgeschlossen sind von dem digitalen Fortschritt. Und das hat natürlich auch eine ganz harte, klare Konsequenz auf die Wettbewerbsfähigkeit der Mitarbeiter in der Arbeitswelt. Also globale Apartheid im Sinne, wo funktioniert die Digitalisierung, wo funktioniert sie nicht, was bringt das wiederum mit sich? Und wir haben den Punkt, eben auch durch die Digitalisierung ein unglaublich harter Wettbewerb, der auf jeden Einzelnen hinuntergebrochen eben seine Auswirkungen hat, was wir nachher noch sehen werden. Zwei Themen möchten wir heute vertiefen oder möchte ich euch ein bisschen näher bringen. Das ist einmal das Thema Wissensgesellschaft und das zweite Thema haben wir Flexibilisierung genannt, geht so in die Richtung veränderte Werte, veränderte Wertmodelle der Menschen, die heutzutage ins Arbeitsleben streben. Erster Blick auf das Thema Wissensgesellschaft. Das Wissen, die Wissensgesellschaft ist unserer Meinung nach nicht nur eine weitere Entwicklung unserer Erwerbstätigkeit von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft zur Wissensgesellschaft, sondern wir sehen hier ganz klar einen gesamtheitlichen gesellschaftlichen Umbruch. Also es ist nicht nur eine Frage der Wirtschaftssysteme, die sich verändern, sondern es ist eine Frage der gesellschaftlichen Entwicklung. Und was wir heutzutage eben schon feststellen müssen, ist, dass wir nicht mehr über Medienkompetenz sprechen, sondern wir sprechen über Wissenslogistik. Die Frage ist, wo kann ich welches Wissen aufnehmen, wie kann ich das so verarbeiten, dass es mir in meinem beruflichen Leben, in meinem privaten Leben weiterhilft, was deutlich mehr ist als das Thema Medienkompetenz. Und auch natürlich, was eine Entwicklung ist, die wir alle wahrnehmen, die wir alle sehen, ist, dass Technologie, Wissen und Information sich gar nicht mehr auseinanderhalten lässt. Dass es sogar so weit geht, dass in unseren Produkten Information und Wissen gespeichert ist und wir das eben an verschiedenen Stellen abrufen können und das in unser privates Leben und in unser Berufsleben eben ganz klare Eingriffe hat. Ja, das erste Feld, was hier nochmal zu vertiefen gilt, ist die Demokratisierung des Rohstoffs Wissen. Was wir erleben, ist, dass das Humboldtsche Bildungsideal im Grunde genommen nicht mehr funktioniert. Also der allgemein gebildete Mensch, der alles weiß, was er braucht, um zu bestehen, das ist eine Illusion. Das Wissen ist heutzutage so komplex und so vielfältig, dass man das eben durch diese Such- und Selektionskompetenz mit den digitalen Medien sich letztlich erarbeiten muss. Und eine Konsequenz dieser Wissenskomplexität ist, dieser Verbreitung von Wissen, ist, dass wir zur Hyperspezialisierung kommen, als eine Form der modernen Arbeitsteilung. Hyperspezialisierung geht eben so weit, wie es im Grunde genommen auch in den tellerschen Produktionsprozessen passiert ist, dass man einen Entstehungsprozess von einer Dienstleistung oder von einem Produkt in kleinste Teile zerlegt, die dann durch einzelne Menschen, durch Freelancer in egal wo, in welcher Stadt, in welchem Erdteil erledigt werden kann. Und das verändert natürlich ganz klar die Organisationsstrukturen der Unternehmen. Management bekommt eine ganz andere Bedeutung. Die Frage ist, wie kann ich das dann als Unternehmenslenker, als Manager überhaupt noch kontrollieren? Wie skalierbar ist das? Und wie flexibel ist letztlich auch die Arbeitsleistung, die ich am Markt bekomme? Die Flexibilität ist deutlich größer als die ich in klassischen Unternehmen habe. Die klassischen Unternehmen werden porös, die lassen von außen Innovationen rein, die müssen von außen Wissensmitarbeiter ins Unternehmen lassen. Und das hat natürlich eine große Auswirkung auf die Arbeitswelt. Wir sehen die Hyperspezialisierung, ich stehe hier in meinem Bild, ne, das ist ja schrecklich. Ich stelle mich dann mal hier lieber hier hin. Wir haben das Hyperspezialisierung und
globaler Wettbewerb und eine Konsequenz aus diesen beiden Faktoren ist dann letztlich auch ein Wettbewerb, der um Geschwindigkeit, Output und Preis geht. Die Frage ist tatsächlich, wie viel Zeit hat man noch als Arbeitnehmer, als Mensch heutzutage für Reflexion, für Inspiration, für ruhiges Nachdenken? Und die zweite Frage, die sich da natürlich anschließt, ist, wird das überhaupt noch honoriert? Wird das bezahlt? Oder heißt es nicht, nein, du musst schneller werden, du musst das zum günstigeren Preis abliefern, du musst es zu dem Zeitpunkt abliefern, wo ich es brauche? Und zudem steht der Einzelne in einem sehr großen Wettbewerb mit vielen anderen, die in der Hyperspezialisierung gegebenenfalls das Gleiche können und vielleicht in einem Land arbeiten und leben, wo die Lebenshaltungskosten deutlich geringer sind und somit auch einen deutlich geringeren Arbeitslohn erzielen wollen. Das, was von jedem Einzelnen gefordert wird, ist das Thema Smart Working. Gefordert wird eine effiziente und flexible Leistung, die letztlich auch dazu führt, dass der Mensch verstärkt über sein eigenes Businessmodell nachdenkt. Also es sind nicht mehr unbedingt die Biografien, die man vielleicht chronologisch schreibt, sondern wir kommen dann nachher auch nochmal dazu. Es ist ein Businessmodell, was ich mir als Arbeitnehmer, als Arbeitskraft heutzutage überlege, die eben meinen Wert am Arbeitsmarkt bestimmt. Blick auf Technologie und Prozessinnovation. Ein Thema, das sehen wir hier bei euch allen auf den Tischen, ist natürlich die unglaubliche Verbreitung der mobilen Computer, der mobilen Technologie. Und auch das wiederum hat einen maßgeblichen Einfluss auf unser Arbeitsverhalten. Es wird erwartet, dass man 24 Stunden online ist, 7 Tage die Woche, dass man E-Mails in kürzester Zeit beantwortet. Zwar wird gesagt, ist doch super, du kannst hier in den Park gehen und arbeiten oder liegst am Strand und machst deine Arbeit. Aber wir haben natürlich durch diese Mobilisierung der Arbeitsmittel auch eine unglaubliche Verschmelzung von privatem Leben und Arbeitsleben. Und das ist noch nicht zu Ende diskutiert und ist auch noch nicht verarbeitet, wie die Menschen, wie die Gesellschaft mit dieser Verschmelzung von privaten und beruflichen umgeht. Und wir haben das Phänomen, dass eben technologische Grenzen zwischen den einzelnen Systemen dahinschmelzen. Es ist eben tatsächlich so, dass wir unsere Dokumente in der Cloud ablegen und somit nicht nur selbst jederzeit auf diese Dokumente zugreifen können, sondern eben auch andere daran arbeiten können, was wiederum einen großen Einfluss, eine große Veränderung der Arbeitswelt mit sich bringt. Ein weiterer Punkt, den wir sehen, ist, dass die Instrumente, die wir heutzutage noch in der Hand halten und auf denen wir rumtippen, aus unserem Gesichtsfeld verschwinden und eine Einheit bilden, vielleicht mit dem Schreibtisch, vielleicht mit der Brille, die ich aufhabe. Also die digitalen Instrumente verschwinden sogar noch aus unserem Gesichtsfeld. Was dadurch entsteht, ist eben dieses Leben im ewigen Jetzt, dieses Multitasking und ein Zerhäckseln, ja, ein Zerstückeln von Zeit, die man vielleicht braucht, um Dinge in Ruhe zu durchdenken. Und viele machen das ja auch schon so, dass sie ganz bewusst, wenn sie in Ruhe etwas erarbeiten wollen, dann in die Bibliothek gehen, wo eben keine Handys piepen dürfen und wo Ruhe ist. Oder dass man sich eben ganz bewusst einen Ort sucht, vielleicht am Thuner See in der Schweiz, wo man ganz in Ruhe Dinge durchdenkt, ohne digitale Störungen. Was auch einen großen Einfluss haben wird auf unsere Arbeit und auch auf die Bewertung unserer Arbeit, ist das Thema intelligente Netzwerke und virtuelle und kognitive Assistenten, die im Hintergrund unsere Arbeit zum einen unterstützen. Das geht auch durchaus um körperliche Arbeit, um Arbeit, die ich vielleicht in der Fabrik verrichte. Durchaus denkbar, dass es da Robotik gibt an Armen und Beinen, die eben dazu führt, dass der Zalando-Picker noch schneller ins Regal flitzen kann und die Schuhe, die wir online bestellt haben, noch schneller ausliefern kann. Das ist zu erwarten. Nur was passiert dann auf der anderen Seite? Dass auch die Qualitätsmaßstäbe an die Arbeit, die wir leisten, wiederum steigen. Also man erwartet dann natürlich eine perfekte, ja, 99,9%ige Verfügbarkeit dadurch, dass eben digitale Assistenten mich unterstützen oder dass Roboter mir helfen, meine Arbeit zu erledigen. Was das wiederum für eine Vision für die Menschheit darstellt, das ist auch ein interessantes Thema. Also wollen wir von den Maschinen eigentlich so beherrscht werden und soll uns das den Arbeitstakt vorgeben? Oder sind wir eigentlich noch diejenigen, die sagen, Moment mal, wir bestimmen, wo es lang geht?
Das habe ich meines Erachtens gerade alles erzählt, was da dran steht. Spannend der Blick auch auf das Thema Organisation und Prozesse im Unternehmen und Management. Ich komme ja auch aus einem Großunternehmen, also ist ja eine zwar kleine Agentur in Berlin, die aber in einem weltweiten Konzern eingebunden ist. Und man kann ganz klar sagen, dass wir ja in einem Medienumfeld zurechtkommen müssen, was hochkomplex ist, was super schnell ist. Aber auf der anderen Seite sind wir ein börsennotiertes Unternehmen, international notiert, was von Reporting-Anforderungen und von Steuerungsmechanismen ziemlich stark beeinflusst wird, um das mal ganz milde zu formulieren. Und diese Überkontrolle von Dingen, die letztlich gar nicht zu planen sind und zu kontrollieren sind, die wird sich als Wettbewerbsnachteil letztlich herausstellen. Und die Unternehmen müssen einfach erkennen, dass sie Wettbewerbsnachteile bekommen, wenn alles durchkontrolliert wird und die Unternehmen da an ihre Grenzen stoßen. Thema schneller Wandel, Veränderung in unserer heutigen Welt, haben wir schon gerade angesprochen. Was da auch wiederum folgt, ist, dass die klassischen Arbeitsroutinen auch immer mehr verschwinden. Natürlich werden wir die behalten, also bestes Beispiel, natürlich muss ein Mechaniker bei der Lufthansa immer mit einer bestimmten Newtonmeterkraft eine Schraube am Flugzeug festziehen. Das wird sich durch eine Crowd-Diskussion oder durch veränderte digitale Kommunikationsmöglichkeiten nicht ändern. Das ist auch wichtig. Aber auf der anderen Seite werden wir viele, viele Probleme lösen müssen, die im geschäftlichen Alltag immer wieder aufs Neue entstehen, die sich eben nicht mit Standardprozessen erledigen lassen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie bekomme ich die Leute zusammen, die aus ihren Hyperspezialisierungen genau das Themenfeld abdecken, was ich brauche, um einen bestimmten Dienstleistungsprozess vielleicht zu verändern, eine Krise zu dämpfen, die ich vielleicht gerade mit meinem Produkt ausgelöst habe. Und da kann man wieder davon ausgehen, dass die Unternehmen poröser werden, dass sich Menschen zusammenfinden werden, die dieses können, dass es Ausschreibungsplattformen gibt von Unternehmen. Ich glaube, IBM, Liquid IBM kennt ihr wahrscheinlich auch. IBM hat, oh Gott, ich weiß es nicht, 3000 Programmierer entlassen und hat denen aber eine Plattform zur Verfügung gestellt, auf denen sie sich um Projekte bewerben können. Und das ist natürlich für ein Unternehmen nicht schlecht, ja, es kann dann immer, je nachdem, wie der Projektbedarf ist, sich die Leute ranziehen und die Leute auch wieder freigeben, aber für den Einzelnen ist es schon eine riesige Belastung. Also ein unternehmerisches Risiko wird damit auf den einzelnen Arbeitgeber übergeben, was natürlich für das Leben eine ganz klare Konsequenz hat, aber eben diese Arbeitsflexibilität für die Unternehmen ermöglicht. Ist im Grunde genommen auch schon gesagt, was da steht. Ja, die Frage, die sich viele Unternehmen stellen, ist natürlich, was machen wir Manager denn jetzt eigentlich noch? Ne? Und insbesondere das Mittelmanagement bekommt ein Problem durch die Transparenz, durch die Geschwindigkeit der Informationen, die durch die Unternehmen fließen, weil deren Daseinsberechtigung zum großen Teil eben aus Reporting bestand. Also ich sammle die Informationen aus meinen Arbeitsgruppen, mache daraus einen schicken Bericht und stelle diesen Bericht meinem Vorgesetzten vor. Das braucht man hier nicht mehr, sondern der Vorgesetzte kann sich sofort mit den Menschen, die am Produkt, an den anderen Menschen die Dienstleistung erbringen, orientieren, kann das abfragen, hat die Informationen sofort da. Also was macht das Mittelmanagement? Das Mittelmanagement wird wahrscheinlich die Aufgabe übernehmen müssen, eben diese hyperspezialisierten, freien Mitarbeiter überall in der Welt zu koordinieren und letztlich auch die Qualität der Arbeit zu kontrollieren und sicherzustellen. Aber natürlich ein ganz neues Selbstverständnis, eine ganz neue Art und Weise der Arbeit, die da gefragt ist. Das Thema Entscheidungen dort zu fällen, wo sie tatsächlich gefällt werden müssen, das ist insbesondere auch ein Thema in unserer großen Dienstleistungsgesellschaft, wenn wir an Callcenter denken. Ein Callcenter-Agent ist, ich weiß nicht, wer das so ein bisschen kennt, die Branche, der ist aufs Minutiöste auch durchkontrolliert, durchgetaktet und ist im Grunde genommen komplett entfremdet von der Aufgabe, die er zu lösen hat. Ob das letztlich die Lösung der Zukunft sein wird, ist auch fraglich, weil dadurch eben auch die ganze Dienstleistungsqualität, so wie wir alle sie kennenlernen, am Callcenter komplett verloren geht.
und eben auch die Geschwindigkeit der Problemlösung sehr, sehr langsam wird. Wenn ich das immer erst nach oben reporten muss, dann kommt da irgendein Spezialist und gibt mir dann die Antwort wieder nach unten. Das dauert natürlich zu lange. Dass die Unternehmen sich öffnen müssen in Richtung Co-Creation, Innovation, darüber haben wir auch schon gesprochen. Das ist auch gängige Praxis in einigen Unternehmen. Ich denke, Procter & Gamble ist da ein Beispiel, die das schon sehr lange machen. Die Frage ist auch hier wiederum, wie kann ich die Qualität sicherstellen? Können Co-Creation-Prozesse, wie sie beispielsweise Jovoto macht hier in Berlin, wo freie Mitarbeiter sich um Projekte bewerben und gemeinsam Kampagnen erstellen und Werbung bauen, kann das ein Modell der Zukunft sein? Und ist das auch ein Modell, was letztlich wirklich große Innovationen hervorbringt? Das, denke ich, ist auch noch nicht ausdiskutiert und ich glaube nach wie vor, dass auch der einzelne geniale Gedanke zündet und ich glaube nicht, dass Stücke von Mozart oder Bach in einer Co-Creation-Situation entstanden wären. Interessant wird auch die Rolle der Personalabteilung in den Unternehmen, denn die Grenzen zwischen privatem Arbeiten verschwinden, das haben wir schon gesagt, und auch die Grenzen zwischen Zugehörigen und Nichtzugehörigen zu den Unternehmen löst sich eigentlich auf. Also auch Werbung wieder das beste Beispiel. Wir haben natürlich eine ganze Menge freie Mitarbeiter, die im Grunde genommen mit zur Familie gehören. Und die Frage ist jetzt natürlich, was macht ein Personalreferent, was macht die Personalabteilung? Die muss sich genauso um diese Mitarbeiter kümmern und die hat eine ganz andere Aufgabe, als sie vielleicht klassischerweise hat. Da geht es nicht mehr darum, irgendwie die Urlaubstage abzubuchen und die Gehaltsabrechnung pünktlich zu veranlassen. Natürlich geht es auch darum. Aber die Personalabteilung hat einen strategischen, muss dafür sorgen, strategischen Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen zu organisieren. Und das ist ein laufender Prozess, der eigentlich jeden Tag aufs Neue passieren muss, wo vielleicht bist du ja Personalerin, die Personaler hier sitzen müssen, um die Leute anzugucken und zu schauen, wo sind denn die Talente, wo gehen die Strömungen hin, wo steht das Wissen, was gibt es für hyperspezialisierte Menschen. Und ich glaube, diese Aufgabe haben die Personalabteilungen auch noch nicht so ganz für sich aufgenommen. Blick noch auf das Thema Flexibilisierung. Ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit liege. Kurz vor Schluss? 5 Minuten noch. Na super. Dann überspringen wir das ja alles. Es hätte euch echt super interessiert. Ganz spannendes Zeug. Haben wir wirklich viel drüber nachgedacht und das sind Juwelen, die da drin sind. Aber ich möchte nur ganz kurz noch dann in den letzten... ich habe noch Zeit. Wunderbar. Ich habe also doch noch mehr Zeit. Dann gehen wir wieder zurück. Wo waren wir stehen geblieben? Ihr müsst mich leiten. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wo war ich? Hier war ich, genau. Mist. Gut, aber dann machen wir hier weiter. Auch ein spannendes Thema. Ich habe noch eine halbe Stunde, dann kriegen wir das locker auch durch. Thema Flexibilisierung, also Wertewandel bei den Einzelnen, Wertewandel in der Gesellschaft, Mobilität nicht nur in räumlichen Dimensionen, sondern ganz klar auch im Kopf Mobilität, Netzwerke, die ich bilde, die Frage, worum geht es eigentlich? Geht es um... Oder es gab Kova hat das mal gesagt, the link is more than the thing. Also ja, es geht eigentlich um den Netzwerkwert, den ich erzeuge, der ist wichtig, ist der Inhalt immer noch so wichtig und neue Werte, ja, blicken wir auch nochmal drauf. Dass neue Arbeitsformen entstehen, darüber haben wir schon gesprochen. Ich glaube, im Jahre 2011 hat die Anzahl der Zeitarbeiter in Deutschland die 900.000 überschritten, also über 900.000 Menschen in Deutschland sind Zeitarbeiter, was eine deutliche Erhöhung dieser Zahl bedeutet. Und das, was es zu bedenken und zu diskutieren gibt und wo eben tatsächlich Politik und Wissenschaft und Wirtschaft Anstöße braucht, ist die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn die Eigenverantwortung an die Stelle der, ich sag mal, Sorgfaltspflicht von Arbeitgebern gerät? Und wir viele Dinge, die früher vielleicht in einem Solidaritäts-Loyalitätspakt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verortet waren, auf einmal der Einzelne für sich selbst lösen muss. Das ist schon eine interessante Frage und das verändert unsere kompletten sozialen Systeme und unsere sozialen Sicherungssysteme und führt vielleicht dann zu so etwas wie Sharing Economies, also wir leihen uns untereinander unsere Güter.
es gibt, wie heißt das, Allmende-Wirtschaft, ja, wir alle gehen pfleglich mit unserem Gemeingut um, weil wir wissen, ja, ich brauche das auch nachher wieder, das Auto hier, wie heißt das, Drive Now, solche Konzepte, das brauche ich nachher eben auch sauber und getankt. Und auch sowas wie New Mutualism, also die Frage, wie funktionieren Sozialsicherungssysteme, Versicherungssysteme in Zukunft, vielleicht auch auf einer privaten Basis, sodass man sich in einem Communities zusammenschließt und sagt, passt auf, wir bilden hier für unsere kleine Gruppe ein soziales Sicherungssystem. Thema Mobilität, dass das eine feste Determinante des Arbeitsmarktes ist, ist uns auch allen bewusst, wobei wir auch hier sehen müssen, dass das eben tatsächlich noch nicht gelebte Realität in Deutschland ist und auch noch nicht wirklich in Europa. Die Frage ist natürlich, müssen wir physisch mobil sein oder ist das nicht so, dass die Arbeit heutzutage zu uns kommt und wir einfach eine interkulturelle Mobilität und Kompetenz haben müssen, um mit der Arbeit umzugehen? Das ist das Thema. Grenzüberschreitende Mobilität in Europa zeichnet sich noch nicht wirklich ab. Die Leute sind doch hier kulturell in ihrem Kiez verbunden. Ich glaube, das ist so der Berliner auch das beste Beispiel. Ich bin geborener Berliner. Man kümmert sich halt dann letztlich auch um seinen Mikrokosmos und seinen Kiez und engagiert sich da und fühlt sich da ganz wohl und überlegt sich das zwei- oder dreimal, ob man dann eben nach Europa geht. Wobei ich auch ganz andere Beispiele kenne, also auch von Menschen, die Gesundheit einer anderen Generation entstammen, als ich das tue. Habe ich schon gesagt, interkulturelle Kompetenz ist das. Die Frage ist beispielsweise auch, wird es denn, oder wie viel Geschäftsreise wird es noch geben? Also werden wir ins Flugzeug steigen, um unsere Partner in Spanien oder sonst wo zu besuchen? Oder wird nicht dieser Geschäftsreiseverkehr letztlich komplett über digitale Tools und Devices abgebildet werden können? Und man wird letztlich dann nur noch aus privaten Gründen verreisen. Boah, weiß man nicht, wie sich das entwickelt. Veränderte Arbeitsform, Normalarbeitsverhältnisse gehen zurück. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Wenn man einen Blick nach Amerika wirft, kann man schon erkennen, dass gab neulich einen Artikel in der Harvard Business Review, die nennen sich die Super Temps, also Super Temporaries. Hochausgebildete Wissenschaftler, hochausgebildete Manager, die eben auf eigener Rechnung unterwegs sind und dann arbeiten, wann es ihnen Spaß macht und wenn sie Geld brauchen und nur dann arbeiten, wenn ihnen das Projekt gefällt. Und diese Mobilität letztlich der Arbeitnehmer bringt natürlich auch den Arbeitgebern wiederum Probleme. Also auch bestes Beispiel, die Leute wollen sich bei mir nicht mehr anstellen lassen. Das finde ich irgendwie nicht okay, weil dann bin ich es, der die ganzen blöden Reports ausfüllen muss. Die sagen zu mir, Sebastian, wenn du ein spannendes Projekt hast, super, ich komme, das machen wir zusammen, da kann ich mich dann auch drauf verlassen, alles läuft klasse. Aber bestimmte Arbeiten, die dann auch zu erledigen sind, die einen bestimmten Pflichtcharakter haben und einfach aus Notwendigkeiten der, weiß ich nicht, betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung erledigt werden müssen, da sagen dann die Leute, nö, also das kannst du mal alleine machen, da habe ich keinen Bock dazu. Macht die Sache für mich nicht einfacher. auch Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, auch wieder ganz viele Facetten. Schwierig zu sehen ist natürlich auch, dass Unternehmen gerne lockeres Arbeitsrecht, ja, nutzen und Leute in, weiß ich nicht, Irland oder sonst wo anstellen, um eben den deutschen, vielleicht engeren Bestimmungen zu entgehen. Und das ist auch durchaus ein Problem, was in dieser deregulierten Arbeitswelt und in der Digitalisierung der Arbeitswelt besteht. Ich denke, das haben wir auch soweit schon angesprochen. Netzwerke bekommen eine große Bedeutung und das, was eben auch die Arbeitswelt heutzutage prägt, ist die Vermarktung der eigenen Kompetenz. Also ich denke, wir alle sind auch heute zu einem guten Teil hier, weil wir das, was wir selber als Können mitbringen, anderen mitgeben wollen, andere Leute treffen wollen, die es vielleicht interessieren könnten, unsere Kontakte auf, weiß ich nicht, Facebook, Xing, LinkedIn austauschen wollen. Also die Vermarktung der eigenen Kompetenz, des eigenen Wissens in diesen Netzwerken ist eine ganz neue Anforderung, die also beispielsweise ja auch ich, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, nicht unbedingt mitbringen musste, sondern da ist man in Unternehmen gegangen und wusste, okay, ja, man muss die Hierarchien kennen, man muss sich da so ein bisschen durchfinden. Das Ganze ist vollkommen offen geworden, vollkommen porös geworden und bringt eine viel größere Empathie und eine viel größere smarte Fähigkeit des Knüpfens von Kontakten und des Bewertens auch von Knotenpunkten und von Kontakten mit sich.
Hyperspezialisierung, wie gesagt, der eine Punkt und dieses Co-Creation und diese Schwarmdienste sind natürlich letztlich dazu da, die Effizienz eines Einzelnen dann weiter auszuhebeln. Und ich tue natürlich gut dran, als Freier mir mein Netzwerk zu formen, zu bilden, wo ich genau weiß, das sind die Leute, mit denen kann ich gut arbeiten. Das sind, wenn die Projekte kommen, die passen, weiß ich genau, welches Netzwerk ich da anzapfe, wo ich mir meine Leute reinhole, mit denen ich dann weiterarbeite. Im Grunde genommen ist das auch schon gesagt. Ich finde immer wieder die Komponente interessant, dass wir hier in Zukunft nicht mehr nur über Menschen sprechen werden, die sich untereinander verbinden und vernetzen, sondern dass die Maschinen, dass die Rechner, dass die digitalen Produkte und Dienstleistungen dabei eine zunehmende Rolle spielen werden. Und man kann da in auch ganz üble Visionen abtauchen, was dann letztlich passiert. Aber auch das ist gesellschaftlich, ist philosophisch zu bewerten. Wie wollen wir damit umgehen, wenn Dinge unsere Informationen weiterleiten und Dinge für uns Informationen sammeln? Hier der Screen eines uns allen bekannten Unternehmens abgebildet. Was dieses Unternehmen Google auszeichnet, ist eben, dass sie Wertschöpfung durch Vernetzung bieten. Also das Thema ist, im Grunde genommen hat ja Google quasi kein eigenes Produkt, sondern das sind Webseiten, das sind Links, das sind Informationen von irgendwelchen Dritten, die einfach zusammengefahren werden und aus denen wiederum ein Mehrwert herausgezogen wird. Und auch diese Form der Wertschöpfung in Netzwerken wird es eben verstärkt geben. Noch ein kurzer Blick auf das Thema neue Werte. Diese neuen Rahmenbedingungen, die durchaus sehr flüchtigen Charakter haben, also alles bewegt sich, alles verändert sich. Ich muss unglaublich darauf achten, mich selber zu vermarkten. Ich muss darauf achten, mein soziales Sicherheitssystem herzustellen. Also im Grunde genommen bin ich ständig in Bewegung, muss ständig gucken, dass alles um mich herum funktioniert. Führt auf der anderen Seite dazu, dass neue Werte auch, oder was heißt neue Werte, eigentlich alte Werte, konservative Werte, auch verstärkt wieder von Bedeutung sind. Also eben die Frage, wo sind meine Freunde wirklich, wie sieht mein soziales Netzwerk aus, Familie, wie wichtig ist mir das eigentlich? Das, was wir so feststellen, ist eben, dass die junge Generation der Arbeitnehmer durchaus in einem ziemlichen Dilemma drin steckt. Also auf der einen Seite der Wunsch nach Bindung und auf der anderen Seite diese unbegrenzten Möglichkeiten, diese Option, sich selbst zu entfalten und sich selbst immer zu optimieren, was durchaus eine schwierige Situation ist. Ja, die neuen Werte, mal hier runtergeschrieben, Bedürfnisse und Werte der Arbeitnehmer, Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten, Sinn, Inspiration, Wertschätzung von Familie und Freunden, Work-Life-Balance, Verantwortung. Aber auch das wiederum in einem liquiden, flüchtigen, porösen Sinne. Ganz interessant ist, wenn man sich mal die Mitgliederentwicklung der klassischen Parteien anguckt. Das müsst ihr mal machen, müsst ihr mal schauen, wie sich die Mitgliederanzahl der SPD von 1994 bis heute entwickelt hat. Ist massiv eingebrochen. Also das heißt ja nicht, dass die Leute, die Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen und Sinn stiften wollen, jetzt sich in hergebrachten Strukturen wiederfinden und sagen, ich engagiere mich für meinen Staat, sondern die engagieren sich vielleicht für eine Hilfsorganisation in Afrika, weil sie das für richtig halten, was ja auch durchaus okay ist. Aber die Frage ist, wie verändert sich dadurch unsere Gesellschaft? Also wie schaffen wir es denn noch, ein Verbund, ein Solidarpakt zwischen den Menschen um uns herum zu bilden, wenn alles so flüchtig ist und alles so porös ist? Und auch hier, diese Liste haben wir, denke ich, schon uns angeguckt. Thema Selbststeuerungs- und Selbstvermarktungskompetenz, sehr wichtig. Anpassungsfähigkeit, ständige Weiterentwicklung, ständiges Lernen, ständig den Radar aufspannen, wo muss ich mitmachen, welche Peergroups entstehen, wo ich eigentlich reingehöre, wo ich meine Arbeitsleistung einbringen kann. Kommunikationstalent, wer Kinder hat, so wie ich, die in einem Alter sind, wo sie Referate halten können, das ist gang und gäbe. Und das Schlimme dabei auch wieder ein ganz anderes Thema ist, dass die Lehrer sagen, die Grundschullehrer und auch in der Oberschule, guckt bei Wikipedia nach. Und das ist auch eine Frage, ja, ist das Bildung und wie müsste sich denn Bildung im digitalen Raum darstellen? Aber anderes Thema. Ich komme jetzt in den letzten Minuten noch zu dem Teil, wo wir, wie gesagt, in die Köpfe von zwei Protagonisten mal reingeschlüpft sind
und uns mal gefragt haben in so einem Design Thinking Workshop, wie sind die jetzt eigentlich drauf, wie geht es denen denn eigentlich? Können die mit dieser Welt umgehen und haben das einfach mal so simuliert. Und das ist ein ganz schöner Spruch, you may have the insight of a Buddha, but if you cannot tell a story, your ideas turn dry as chalk. Und deswegen haben wir einfach mal eine Geschichte erzählt, die eben auch wiederum euch und andere, vielleicht eben große Unternehmen wie Telekom, Post etc. zum Nachdenken anregen soll. Also wir sind in das Jahr 2020 mal reingeklettert und haben uns der Arbeitnehmergruppe Nomades, ich glaube Elias, du hast diesen tollen Namen geschlüpft, also der Arbeitsnomaden, der Wissensarbeitsnomaden, die eben ein Freelancer-Dasein führen und haben uns gefragt, wie geht's denen, was machen die? Und da haben wir einmal den Hannes, der ist 28 Jahre alt und wir haben die Sarah und die Sarah ist 31 Jahre alt und ich wollte schon gerade sagen, natürlich ist Sarah auch alleinerziehende Mutter. Wir müssen ja so ein bisschen eben auch Zuspitzungen finden, damit das dann eben auch Spaß macht, was wir zu erzählen haben. Und die beiden begleiten wir mal ein Jahr durch ihr Arbeitsleben. Und das, was ihr jetzt hier nicht im Detail lesen könnt, ist das Business Model Canvas kennt ihr vielleicht oder kennt ihr sicherlich alle. Da gibt es jetzt auch dieses Buch Business Model You, wo eben genau diese Business Modellierung auf das eigene Erwerbsleben übertragen ist. Und hier haben wir jetzt einfach mal die Sarah so ein bisschen rausgeschnippelt, damit ihr auch was erkennen könnt auf der Folie. Also Sarah ist eben eine Frau, die ist designfähig, flexibel, kreativ, empathisch, super vernetzt natürlich im Beruf und im Privatleben und ist ein Grown-up Digital Native, also sie ist ja jetzt auch schon 31 Jahre alt, nutzt also diese digitalen Tools nicht, um irgendwie rumzudaddeln, sondern sie organisiert ihr Leben jeden Tag mit iPhone und Co. Hat Kommunikationsdesign studiert, interkulturelle Kompetenz, sie sagt, Festanstellung ist das Gegenteil von Selbstbestimmung. Sie war mal 2 Jahre in der Festanstellung, aber sie hat festgestellt, dass sie bürophob ist. Geht gar nicht. Also nein, sie muss frei sein. Und sieht jetzt mal in Gänze das Leben der Sarah aus. Und ihr seht, das geht so hoch und runter. Und wir haben so an den 4 Seiten haben wir mal überlegt, wie könnte sich denn beispielsweise die Politik entwickeln. Also wir sagen hier, mal als Idee, eine Wahl läuft über Facebook-Likes ab. Ja, wer die meisten Facebook-Likes bekommen hat, der wird Kanzler. In der Technologie ist die komplette digitale Infrastruktur überall, wo man hingeht, frei. WLAN gibt's nicht, also überall verfügbar. In der Gesellschaft haben wir eine Burnout-Rate von 60% und jedes Unternehmen hat eigentlich einen festangestellten Psychologen und Psychotherapeuten. Und was kann man hier noch sagen? Ja, in der Wirtschaft, Deutschland entwickelt die Ideen und Indien baut es vielleicht. Jetzt schauen wir mal, was mit der Sarah passiert. Der Vorhang der Sozialromantik zerreißt und nix da digitale Bohème, mir geht's super, sondern was passiert ist, Sarah hat Angst. Sie muss halt ihr Brötchen kaufen am Morgen und die muss ihr Kind versorgen. Und muss akquirieren. Geschäftliche Risiken und monetäre Unsicherheiten wären Bestandteil nicht des Arbeitstages, sondern des Alltags. Und als erstes muss ich jetzt natürlich überlegen, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit meiner kleinen Laura? Die muss ich ja irgendwie versorgen. Und sie hat Möglichkeiten, zum Beispiel das Beta-Haus Kindergarten, aber sie überlegt eben eigentlich, müsste man sowas wie Freelancer-Genossenschaften bauen, Kinder-Shifting-Hotels oder Job-Shifting, also man muss sich selber darum kümmern, mit seinen Freunden, mit seinen Kollegen, dass man eben das Leben organisiert bekommt. Mobilität, flexible Arbeitszeiten und Standortregelungen werden zu neuen Formen der familienunterstützenden und sozialen Dienstleistungen führen. Ja, aber alles ist ambivalent. Jetzt bekommt Sarah natürlich einen schönen Rahmenvertrag von einer großen namhaften Agentur und sie überlegt hin und her und beklagt sich letztlich, dass das Leben so schwer ist, weil sie so unglaublich viele Optionen hat, wo sie ständig überlegt, so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Auch eine ganz andere Situation, wie es früher war. Ne? Da hat der Chef gesagt, was passiert und aus war und hier die arme Sarah, die sitzt halt da und grübelt und grübelt und grübelt. Die eine Seite ist das Grübeln, die andere Seite ist, Sarah weiß aber auch, was sie kann. Und sie weiß auch, dass sie sehr begehrt ist im Arbeitsmarkt. Und das macht natürlich für die klassischen Unternehmen
die Rekrutierungsarbeit dann wieder schwerer. Ja, Sarah entscheidet sich dagegen, bleibt Freelancerin, denn sie hat auch den japanischen Australier Quasimoto kennengelernt und beschließt jetzt also nach Bali zu fahren und von Bali aus zu arbeiten. Und was zeigt uns das wieder? Dass auch durch solche persönlichen Eskapaden, sage ich mal, ja, man weiterhin in der Lage ist, eben seine Arbeitsleistung zu erbringen und Potenziale, die vielleicht verloren gegangen wären, wenn Sarah jetzt fürsorgliche Hausfrau im Odenwald geworden wäre, ja, die werden halt können genutzt werden. Arbeitsleistung wird von Raum und Zeit befreit, Arbeitnehmer besitzen interkulturelle Kompetenzen und das Thema ist auch, Unternehmen können Follow the Sun, im Grunde genommen rund um die Uhr Arbeitsleistung abrufen. Auch da ein Beispiel, wenn in Amerika das Controlling Sheet ausgefüllt ist bei Daimler Chrysler, geht das, oder Daimler Benz heißt jetzt, geht das nach Europa, wird da weitergearbeitet und wenn die Sonne aufgeht in Amerika, ist es wieder da und kann weitergeführt werden. Und natürlich ist es für einen Chef dann gar nicht so einfach, die Laura zu managen, wenn die irgendwo auf Bali sitzt und da die Leistung erbringt. Das muss man alles neu definieren. Aber Thema Gesundheit, Sarah bekommt Tinnitus. Hier der Hinweis, das Wissen, nicht nur Wissen, sondern eben auch die Gesundheit, ein lebenslanges Gut sein wird, worum man sich selber sehr extrem und sehr nachhaltig kümmern muss. Und das Motto, was wir dann in unserer kleinen Arbeitsgruppe für Sarah gefunden haben, für das Jahr von Sarah, war Sarah in der Achterbahn. Das ist schon manchmal sehr erfüllend und ganz toll, aber manchmal geht es auch nach unten und dann kribbelt es im Bauch und man weiß nicht, oioioi, wo fährt denn meine Achterbahn jetzt eigentlich hin? Ein Blick auf Hannes. Auch für Hannes haben wir uns ein Businessmodell überlegt. Und Hannes ist 28 Jahre alt, Bachelor in Computer Systems Engineering, hat mal bei HP gearbeitet, hat eine Fernbeziehung, auch hier natürlich muss man sagen, Fernbeziehung zu Lola, die ja beim Bloggen geholfen hat, hatte noch keinen Burnout-Moment und ist sehr leistungsorientiert, will echt ackern, will was schaffen und würde pendeln so zwischen Amsterdam, Oslo und Silicon Valley. Vielleicht auch hier nur mal die vier Ecken kurz erwähnt. In der Politik, vielleicht hat sich das Urheberrecht deutlich verschärft. Vielleicht, was können wir hier bei Technologie rausziehen? Ja, Weiterbildung, das Universitätsstudium ist komplett digital geworden, ist frei verfügbar. Ich kann also Vorlesungen hören, wo ich möchte und wie ich möchte. Der Wettbewerb hat weiter zugenommen, aber auf der anderen Seite auch die Dokumentationspflicht in der Wirtschaft. Alles muss minutiös dokumentiert werden. Und ja, hier vielleicht noch, Selbstmarketing wird immer wichtiger bei dem Thema Gesellschaft. Hier ist er vielleicht in Amsterdam noch bei HP und sagt, boah, eigentlich müsste ich mein eigenes Ding machen, weil ich kann eben was ganz Tolles, was programmieren, was kein anderer kann. Thema Hyperspezialisierung. Er fängt an, sehr, sehr viel zu arbeiten. Club Mate und die Colle Pizza ist der ständige Begleiter. Und so langsam, weiß er nicht, habe ich eigentlich noch alles im Griff? Ist alles noch cool? Ja, ich bin noch cool und ich bin ja total leistungsfähig. Ich mache das jetzt hier alles ganz schick. Aber er merkt schon, dass Inspiration und Reflexion, dass es dazu gar nicht mehr kommt. Er hat gar keine Zeit mehr dazu. Er muss wettbewerbsfähig bleiben, er muss sich selbst vermarkten. Das ist ein ganz schöner Stress. Höherer Output bei schnellem Tempo mit niedrigen Kosten. Und auch er bekommt ein gesundheitliches Problem, Sehnscheidenentzündung. Und das ist so der Punkt, so wie sagt man, Burning Platform. Er überlegt auf einmal so, oh Gott, ist es das wirklich, was ich will? Also will ich so getrieben sein in meinem Leben? Und er muss halt besser, klüger und länger arbeiten, das wird ihm klar. Neue Bedürfnisse und Anforderungen bringen die Zukunft der Arbeit. Auf individueller Ebene haben wir schon gehört. Was interessant ist, in seinen jungen Jahren hat er jetzt seine erste Midlife-Crisis. Also er schmeißt alles hin, hat keinen Bock mehr, nimmt seinen Wanderstab und geht erstmal den Jakobsweg entlang und fragt sich so, Gott, was soll aus mir werden? Mit wie alt war er? 28. Super. Also vielleicht habt ihr es auch schon erlebt. Ich kenne solche Leute, denen das wirklich so passiert ist. Ja, alte Glaubenssätze und Maßstäbe werden abgelöst. Und letztlich ist es eben immer die Suche nach dieser Balance im Leben. Wo ist der Sinn im Leben? Man stellt sich sehr, sehr viele Fragen, die sich, ich sag mal, zumindest die Generation meiner Eltern
nicht gestellt hat, sondern die haben halt gesagt, okay, wir müssen arbeiten, wir brauchen Aufstieg, wir brauchen Geld. Da waren diese Fragen, wurden nicht so diskutiert, weil die Generation meiner Eltern auch noch in festen Glaubenssätzen verankert waren. Die kamen eben aus einem, in diesem Fall, katholischen Haushalt. Und das war so, bis sie gestorben sind. Also, ja, zum Glück lebt mein Vater noch. So, aber unser Hannes stellt auch fest, naja, so schlimm war das ja alles gar nicht. Er ist ja jung, das kann ich noch ein bisschen weitermachen. Jetzt reizt mich das wieder. Geld wird aber knapp und er stellt eben fest, er muss sich immer weiterbilden. Die Technologie verändert sich. Er braucht dieses Selbststudium online. Und für Hannes haben wir auch ein Motto gefunden. Sein Lebensmotto ist, in der Kurve runter vom Gas. Also soll ausdrücken, dass Hannes nicht bereit ist, diesen Lebensstil aufzugeben, dass er das eigentlich auch ziemlich klasse findet. Aber er festgestellt hat, er kann nicht immer mit Vollgas durch die Welt düsen, sondern er muss auch mal mit ein bisschen zurücktreten und ein bisschen langsamer machen. Und war der Blick in unsere Arbeitsgruppe. Wir möchten, wie gesagt, aus diesen Erkenntnissen, die wir hier moduliert haben, letztlich Thesen generieren, die in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft die Diskussion voranbringen soll und eben auch durch diese andere Aufarbeitung der Dinge, die ihr vielleicht auch schon an anderer Stelle mal gehört habt, eben einen interessanten Köder haben, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht haben wir jetzt, ja, wir haben sogar noch ein paar Minuten Zeit und mich würde sehr interessieren, ob das, was wir hier erarbeitet haben, was ich heute hier vorstellen durfte, die Realität aus eurer Sicht auch widerspiegelt, ob das alte Kamellen sind, ob da was ganz Wesentliches daran fehlt. Und ich würde gerne die Diskussion in diesem Sinne eröffnen. Wer? Ja. Geht das? Ja, okay. Ja, erstmal Sebastian, ganz herzlichen Dank, großartige Arbeit. Was mir aufgefallen ist, also ich bin ja so als Berater eher in der Old Economy unterwegs, dass das, was im Sinne Hyperspezialisierung und Flexibilität und Mobilität auftaucht, sozusagen in Anführungsstrichen in dieser neuen Welt, dass die Zeit, sich zurückzuziehen, vor und nicht nur nachzudenken, und Dinge zu durchdenken, in Gefahr sind. Und was ich in den Unternehmen, die ich berate, sehe, die sind durch den Effizienzdruck und durch das ständige Lösen operativer Probleme in genau der gleichen Situation. Und was ich sehe, was die Herausforderung ist, wie schaffen wir diese Denkräume, weil die Lösungen, die wir brauchen, müssen gute Lösungen sein und nicht irgendwelche aktionistischen Schnellschüsse. Und das ist hier hochgekommen, da habe ich jetzt noch keine Antwort gefunden, aber ich finde, dass das von eurer Seite sehr gut beleuchtet ist, dass das aus meiner Sicht eine große Gefahr ist. Kann ich nur bestätigen, mit einer ganz verrückten Geschichte. Ich habe in der Pharmaindustrie gearbeitet, dann bei Razorfish Publicis die Ecke und hatte meine Schnauze voll. Und habe dann eineinhalb Jahre eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema, wie weltweit chronische Patienten sich im Internet helfen. Also wie die Healthcare-Industrie und Social Media zusammenknallt. Ja? Und ich habe diese Doktorarbeit teilweise mit Hartz IV finanziert, sage ich ganz offen. Und das Wissen bringt seit 3 Jahren so raus, dass Accenture fragt sich, wie geht das? Ich, ohne Ego, sorry, sage ich einfach so, jetzt berate ich die ganzen Player zu dem Thema chronische Patienten im Internet, Kassenkliniken, alle. Das ist ein Fakt. Und das Witzige ist, habt den Mut, weil es gibt in Deutschland die Sozialhilfe. Das sage ich ganz bitter, man kann das machen. Es gibt Künstler, die sagen, Hartz IV ist für mich ein Stipendium. Und für mich war Hartz IV das Doktorarbeitsstipendium und ich fand es nur geil. Sorry. Und das ist der Freiraum, den ich mir genommen habe. Im Bauch, ja, gegen jegliche schaffe Häuslebauer Philosophie meiner Eltern. Sorry. Das sage ich ganz direkt und politisch unkorrekt. Das hat Spaß gemacht. Und heute noch. Was ich ganz interessant war im ersten Teil der Folien noch dieses Thema Eigenverantwortung und dann in dem letzten Teil mit den Hannes und Lisa oder war es die Lisa,
Sarah. Genau diese Eigenverantwortung, also dass die Leute in der Arbeit, in dem Fall halt die beiden irgendwann gemerkt haben, okay, es geht nicht mehr und sich dann gekümmert haben. Weil du hast auf der anderen Seite gesagt, in der Gesellschaft, ich glaube 60% Burnout und ich glaube, das ist heute häufig das Problem und ich glaube, da geht es ja ganz oft um Eigenverantwortung, okay, was mache ich jetzt an der Stelle? Und die beiden sind ja auf ihre Art und Weise damit umgegangen und haben wieder eine Lösung gefunden. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und auch der Gegensatz zu früher, wo wir sozusagen Arbeitgeber und da konnten wir die Verantwortung diesbezüglich abgeben oder haben geglaubt, wir konnten sie abgeben. Also ich finde die Entwicklung, auch wenn sie hart ist, einerseits, andererseits aber sehr gut, weil es wieder mehr zu uns als Persönlichkeit zurückführt, Selbstbestimmung. Vielleicht auch noch ein Gedanke, das ist ja alles ganz toll, wenn es uns gut geht. Also wenn wir fit in der Birne sind und wenn wir gesund sind. Was passiert aber, wenn du auf einmal krank wirst oder wenn deine Eltern Alzheimer bekommen und du dich um sie kümmern musst, dann bist du in diesem System ganz schön bitter dran. Und das finde ich, also für mich ist es die Frage, inwieweit sich die Wirtschaft und die Arbeitswelt positiv nach vorne entwickelt hat. Für mich ist es fast so ein Rückschritt, ja, in alte Zeiten, wo es Wanderarbeiter gab, die von Bauernhof zu Bauernhof gezogen sind und ihre Arbeitsleistung angeboten haben, ne? Und wenn das nicht mehr gut war, dann hat der Bauer gesagt, komm, ja, mach dich davon. Und da müssen wir, finde ich, neue Systeme finden. Und das ist die große Herausforderung. Aber auch dazu hast du ja schon was gesagt, also dass die Leute dann sozusagen eigenverantwortlich sich ihre eigenen Systeme bauen, weil die Systeme, die es gibt, einfach nicht mehr auf diese Art und Weise des Lebens, die greifen da einfach nicht mehr. Ganz kurz. Ja, das glaube ich auch, ist wie früher. Es werden wieder Gilden entstehen, so wie damals Handwerksgilden, die dann vielleicht auch mal wieder zu Gewerkschaften werden, so muss man das sagen, ja. Ja. Ich würde gerne auch was zu meinem Vorredner sagen. Also ich möchte eine Warnung sozusagen aussprechen. Ich finde, es ist furchtbar gefährlich, dieses Eigenverantwortungs, und da haben ja auch viele Leute Spaß dran. Und jetzt, es war auch erwähnt, wir machen wieder so Genossenschaften oder Gilden, dabei nicht den Rest der Gesellschaft zu vergessen. Ne? Also nicht zu sagen, die Systeme passen nicht mehr, sondern gerade die Leute, und dann sind hier eben sehr viele, die gerade eben schon diese neue Arbeitswelt leben und da auch das Positive und Negative noch abwägen und reflektieren können. Aber genau die Leute müssen sozusagen auch eine Transferleistung leisten, um eine Gesellschaft neu zu denken, die auch all die mitnimmt, die nicht nur also die nicht in der Lage sind, von Bali aus, von wo halt jetzt gerade der Freund ist, zu arbeiten. Also man muss also auch aktiv in die Politik rein und diese Systeme entsprechend ändern. So, das vielleicht nur, weil sonst hat man nachher ein System, was funktioniert für unsere kleine Gruppe als Elite, aber ist völlig abgetrennt vom Rest der Gesellschaft. Also die Frage ist ja, was passiert mit den, ich finde dieses Wort auch ganz schrecklich, ich muss eigentlich so Unwort werden, bildungsfernen Menschen, also Bildung ist schrecklich, aber auch dann wieder, ich habe wieder diesen Zalando-Picker irgendwie vor Augen, wird es den noch geben, also wird man den noch brauchen? Ich glaube eben auch, dass die technologische und der digitale Fortschritt dazu führen wird, dass es auch diese Menschen in irgendeiner Form mit Robotik oder was auch immer ihre Arbeitsleistung optimieren und erbringen können. Also ich sehe da, also klar, diese Menschen, die müssen für die anderen vorsorgen und mitdenken und Lösungen finden. Also was mir jetzt nochmal auffällt, ist, dass die Selbstverantwortung, und du hast es jetzt Elite genannt, ich glaube, da sehen wir jetzt ein Phänomen, wie sich Dinge entwickeln können. Aber die gesellschaftlich-staatliche Gestaltungsverantwortung und damit eben auch politische Aktivitäten und so weiter, die Sozialsysteme dahingehend zu modifizieren, das ist eine Herausforderung, die können jetzt die ganzen Eigenverantwortlichen nicht lösen. Also da sehe ich schon auch einen Gestaltungsauftrag in der Politik. Denn das kann ja, das, also
dass das eine Prinzip, dass Arbeitgeber im Prinzip diese Verantwortung von Arbeitnehmern nehmen, ja, also dass die die übernehmen. Und die Diskussion, die wir da sehen im Sinne von, wenn da Anpassungsprobleme und es kommen immer mehr auf die alten Industrien zu, was weiß ich, dass x Arbeitsplätze aufgegeben werden müssen und so weiter und so weiter. Ich bin als Berater in solchen Situationen ja auch drin. Und dann ist es immer wie, da kommt ein schweres Unwetter und dann sind natürlich die Arbeitnehmer sind die Armen, ne? Und auf die wird da nicht geachtet. Jetzt in diesem Szenario sagst du, IBM gründet mal eben Liquid IBM, ja, und lagert letztendlich die unternehmerische Verantwortung praktisch dann auf die Einzelnen aus. Also das ist noch überhaupt nicht austariert. Ja? Und also was ich glaube ist, dass das Thema Selbstverantwortung in der Arbeitswelt eine zunehmende Bedeutung haben wird. Aber wenn wir uns als soziale Marktwirtschaft begreifen, also ich sage jetzt mal soziale Marktwirtschaft 2 oder X0, dann muss es dazu in Anführungsstrichen auch ein Gegengewicht geben und müssen wir Solidarsysteme dahingehend auch transformieren. Also und das ist noch offen. Ja? Ja, interessante Diskussion. Also ich bin auch ich habe jetzt 2 Jahre nicht gearbeitet, nachdem ich 10 Jahre eine Agentur aufgebaut habe im Online-Marketing-Bereich und habe mich jetzt einfach mal ein bisschen mit Bewusstseinsentwicklung beschäftigt. Habe jetzt wieder gestartet hier gestern mit einer Initiative zum Thema Change the World Company, weil wir hier dabei unterstützen wollen, dass Firmen ganz andere Verantwortung übernehmen. Und das könnte vielleicht auch ein Teil der Antwort sein. Also ich glaube, dass für Firmen ganz neue Möglichkeiten entstehen und die auch wahrgenommen werden, wenn Unternehmer von ihrem eigenen Wertekontext her sich ändern und sich weiterentwickeln. Und in dem Zusammenhang glaube ich, dass Firmen völlig neue Rollen spielen können in der Gesellschaft, auch für ihre Arbeitnehmer. Ob das jetzt Arbeitnehmer im ganz normalen Festangestelltenverhältnis sein werden oder was auch immer, das sei mal dahingestellt. Ja. Und ich glaube auch, und es gibt eine ganze Menge Gegentrends. Ich war vor 3 Wochen in einer großen Gemeinschaft von 80 Leuten, die versuchen gerade hier Schloss Tempelhof ein komplett autarkes kleines Dorf aufzubauen. Also das sind komplett andere Trends, wo Leute versuchen, sich komplett abzukoppeln von unserem aktuellen Wirtschaftskreislauf. Ja. Und ich glaube, es wird extrem kleinteilig werden einerseits und die ganzen Werte werden sich viel radikaler verschieben, als wir uns das im Moment vorstellen können. Also ich denke, dass das hier eigentlich zu konservativ war, weil es zu sehr extrapoliert von dem, was wir im Moment kennen. Aber je stärker sich die Werte verschieben, desto krasser werden eigentlich die Lebensumwelten sich auch verändern. Also wieder was kleines Provokatives. Diese konservative Gesundheitswirtschaft lebt von ihren Haus- und Hofagenturen. Ja, also eine Ogilvy oder eine Accenture, die kriegt dann ihre 2.000-3.000 Euro am Tag. Ja, 2.000-3.000 Euro kriegt so jemand am Tag. Und hier die kreativen Damen und Herren kriegen wahrscheinlich Faktor 10 weniger am Tag. Ich rede jetzt schwarz-weiß. Und ich habe auch angefangen, bei einer Schweizer Firma diese Innovation zu beraten und habe gedacht, okay, ich will mal 350 Euro am Tag, so gefühlt. Ja? So aus meinem kleinen Hartz-IV-Wohnung aus Berlin will ich mal 350 am Tag. Dann hat der Manager in der Schweiz gesagt, Herr Schachinger, das ist unseriös, ich bitte, dass Sie Ihren Tagessatz verdreifachen. Und ich kann jedem nur empfehlen, zu sagen, hier, ich trete selbstbewusst auf und sage, das ist mein USP, und Ihre Haus- und Hofagenturen können Sie behalten, aber das ist mein USP und der ist 900 am Tag wert. Sorry, sorry, sorry. Do it, wirklich. Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. The long tail of work, wie wird sich die Zukunft darstellen? Fraktale Arbeitssituation, alles fragmentiert, alles sehr nervös, sehr durcheinander, liquide, alles fließt, aber ich bin mir sicher, dass wir, die hier heute hier waren, da sicherlich den richtigen Weg finden werden und viel Spaß dabei. Ne? Tschüss.